Will ich noch einen machen? Ja, tu das. Spare so. Oh nein. Ja, das. So. You know what? Das finde ich gut. Das ist ein guter Eisbrecher. Ich bin jetzt wieder gut gelaunt. Boah. Spazzo 2 ist eigentlich ein cooles Level, bis auf diese eine Cutscene-Section. Sie ist so fucking awful. Aber alles andere ist okay. Halt, wenn man actually geforst wäre, im Zelt zu bleiben die ganze Zeit über und es keine Shenanigans gäbe, dann wäre es ja noch okay, aber... Genau, aber die Shenanigans waren das schlimm. Aber ich lade einfach einen Checkpoint neu und ja, okay, es nimmt mir eine halbe Sekunde, aber dafür ist es fucking consistent. Ja, the paradox of choice. Manchmal sind weniger Optionen besser als schlechte Optionen. In dem Szenario ist es echt schlimm. Ellen, sono Janet. Sto tornando da Brighton Beach. Aber hey, jetzt bin ich schon aufgewärmt. Jetzt kann ich einen Anfang machen, der nicht fucking awful ist, hoffentlich. Und hey, vielleicht bonk ich nicht gegen jede Wand fünfmal. E la memoria? Questa chiave era nella sua tasca. Mai sentita nominare la Winslow Bank. Tenga. Ja. Weißt du, was crazy ist? Ich war diese Woche beim Friseur. Einer, der mir empfohlen wurde, war relativ cheap. Es war ein guter Haarschnitt, so. Es war eine gute Empfehlung. Aber als ich bei dem rausgegangen bin und mich ein bisschen umgeschaut habe, habe ich realisiert, hey, es gibt einen kleinen Asia-Shop direkt neben dem. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, ob er offen hat. Er hat nicht mal einen Google Maps-Eintrag, weil es einfach ein super kleiner Asia-Shop ist. Weil du meinst aber kein Restaurant, oder? Du meinst so ein... Ja, nee, ein kleines Geschäft, wo man asiatische Lebensmittel einkaufen kann. So. Und anscheinend klein genug, dass es nicht auf Google Maps drauf ist. Und ich bin so froh über den Fund, weil... Die haben coolen Stuff. Halt variierend von wirklich coolen asiatischen Soßen und Gewürzen zu halt Stuff, den es sonst nirgends anders gibt. Zum Beispiel Kimchi. Weißt du, was Kimchi ist? Ich weiß, das ist asiatisches Essen, das sage ich, weiß nicht was. Okay. Also so, Ist es so ein Seetang-Ding? Nee, es ist, Cabbage eingelegt in einer spicy Soße für relativ lange Zeit. Es ist nice. Es ist sehr haltbar. Und du kannst es zu literally allem essen. Du kannst es entweder als Side-Dish zu irgendwas dazuhauen oder es als eigene Mahlzeit sehen, wenn einfach Brot oder so, was ich gemacht habe. Also es ist basically halt, Cabbage besteht normalerweise zu 99% aus Wasser und jetzt ist es stattdessen spicy Wasser. Ja, I guess, so kannst du sagen, ja. Klingt gut. Also es ist nice. Ich wusste bis heute auch nicht wirklich, was Cabbage ist oder wie es schmeckt. Die Lücke habe ich jetzt auch gefüllt für mich. Dude, dieser LKW klingt wie ein fucking Freight Train. Ich muss mein Fenster schließen. Der Sprung sah gut aus, oder? Ich glaube, du bist noch nicht gebonkt. Ich hoffe es. Das ist, glaube ich, die moderne Weise gewesen, den Sprung zu machen. Also die ich nicht gewohnt bin. Mal schauen, was das Resultat ist.
Ah ja, der Shop ist cool. Ich war sehr tempted, heute nochmal hinzuschauen, aber weil ich wusste, ob er offen hat oder nicht. Nee, einfach so einen normalen Supermarktgang. Ich schreibe mir mal Notes auf für Stellen vom World Record, den wir schauen können nach dem Run. Ja. Yeah. Alright. Oh fuck! This is already so bad. Wait, warst du stuck nach dem Baumjump? Ja, ich habe einen Jump in der Wand verfehlt. Und ich habe die Leiter verfehlt. Aber es ist okay, weil jetzt kommt insane Movement. Genug Mouse-Space. FTW. Bro, mein Mouse-Space ist so huge. Bro, you look huge. Der andere hat mich einfach vergessen. Oh. Das ist ein Problem. Okay. Der fucking backed off, weil er weiß, was kommt. Oh mein Gott! Fuck off! Was ein Bär! Das ist ein fucking fighting gameplayer gewesen. Die Mind Games. Der hat mich komplett geplayt, ey. Alter. Scheiß Zone, ey. Niemand mag Zone. Gott. Ich wusste genau, dass es passieren würde, as well. Wenn ich ihn im Leben lasse, dass er mich fucking trifft, genau dann, wenn ich's brauche. Ja. Dude, das war ein Ashtray-Moment. Aber der Ashtray war zu weit weg, stimmt. Ist nicht an dem Tisch. Doch, in dem großen Ashtray. Echt? Ich dachte nicht. Auf dem Tisch, wenn man links reinkommt. Okay, ich lasse das Schicksal entscheiden. Okay. Zurück in der 39, Bro. Steve Roland. Sei in Arresto per l'omicidio di William Sheridan. Genau, 31 ist irgendwie eine ziemlich coole Zahl. Ja, weißt du, was passiert, wenn du das von 100 abziehst? Gib mir eine Sekunde. Ah ja, 69, nice. Actually the funniest possible response. Gib mir eine Sekunde. Quell'edificio lo vede proprio sulla traiettoria. You know, das Insane ist, dass mein Timesave ungefähr gleich ist zu meinem ersten Attempt, wo ich den Shot gehittet habe, aber mein Movement bad war. Damn. Diesmal war mein Movement anscheinend gut, aber ich habe einen Shot gemisst. Und ich kann nicht mal das sagen, weil ich habe die Leiter verfehlt am Anfang. Hm. Also Bank hat sicher eine Sekunde oder zwei an. Nee. Der Shot durch das Fenster war so 5 Sekunden, oder? Oder 3? Ich hätte gesagt, es spart so 3, aber ich weiß nicht mehr genau. Okay. Das heißt, das plus gutes Movement, es gibt 5 Sekunden zu saven bei Bank allein bei mir. Jetzt schon. Hattest du eigentlich letzten Run viele Golds? Ja. Vereinzelt, glaube ich. Nicht treffen, nicht treffen. Oh, thank God. Damn! Er ist rückschauen. Ich weiß immer noch nicht, ob verschiedene Melee-Weapons unterschiedliche Range haben. Oh, an Range? Hm. Ich glaube nicht. Weil intuitiv ist ein Stuhl mehr Range als ein Brick, aber ich weiß nicht, ob das in der... Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht.
glaube, dass alle dieselbe Property haben, nur die Animation anders ist. Oh, sie haben... Oh, let's go! Die haben die Kiste dort zerschossen. Das war eine direktere Line. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum bei dir die Kiste immer ist, weil ich hatte das nicht in Erinnerung. Zerschießen sie bei dir die immer? Ich glaube nicht, aber... I don't know. Hat sich irgendwie weird angefühlt. Kann sein, dass ich rechts an ihm vorbeigehe, anstatt links oder so. Hm. Ich frage mich, ob man über die Kiste einfach rüberspringen kann. No way. Die ist so hoch. Die ist höher als die Barrels dort. Auf die Barrels kann man rauf? Ja, aber die sind höher als die Barrels und die Barrels sind knapper Sprung. Halt, da kommen wir gerade so hoch an die Barrels und die sind höher. Safe, die Kisten. Ich schreibe mir in meine Liste FBI-Ending. Ja. In Klammern Bock. So, by the way, in Gold, das waren 10 Elf insgesamt. Okay, ja, das ist gut. Gegeben der Tatsache, dass wir in meiner Bank 5 Sekunden an Timesave sind. Ja, true. Okay. Ich probiere nochmal die Pistol Strap. Und diesmal benutze ich meine Beins. Benutze auch deine Mine. Ich hab meinen Deckel verloren, es ist dunkel. Okay, ich hab ihn gefunden. Nice. Ah, okay. Let's go, let's go. Ah, shit. Let's go. Also wieso ich ihn versucht habe am höchsten Spot. Oh. Versucht habe zu schießen bei dem Holzding. Okay. Ich scope diesmal, fuck it. Na no, komm schon, ich kann nicht so sehr als Kopf. Ich glaube, ich traf seine Schulter, weil sie in der Animation den Revolver hochhalten. Okay. Ich spreche ja für die Hände, aber... Ja, es ist weird. Okay, diesmal habe ich auch die Animation abwartet. Gute Arbeit. Eins, zwei... Ich hab nur Revolver-Ammo, ich muss den nicht holen. Oh, ich hatte den Sprung drauf. Oh Mann, ohne den Revolver-Bind dazwischen fühlt es sich so gut an. Sniper auf 5 zu haben, Shotgun auf 4. Ohne den extra Slot dazwischen, weil die 6 ist schon ungemütlich. Alles bis dorthin geht, aber die 6 ist 1 zu viel. Okay. Oh, Backup. Ja, warte. So weit hinten oder nach vorne? Ich glaube, man geht hinten und dann wieder nach vorne. Nee, ich muss beim Fenster bleiben. Ich erinnere mich, ich muss beim Fenster bleiben. Das macht's konsistent. Okay. Halt, ich dachte, man geht nach hinten und dann geht man ins Fenster. Ich glaube, es reicht, wenn du nur beim Fenster bist. Von... Ich glaube, das habe ich immer gemacht und dann haben andere mich angeschrien dafür. Aber ich meine auch, man kann eigentlich beim Fenster bleiben. Ich bleibe bei dem, dass ich... glaube ich früher in Erinnerung hatte. Du kannst doch auf den Fensterrand springen und dann schauen. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht. Actually, ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Fuck it. Probieren wir das hier. Oh.
größere Räuber-Typi? Ah, da ist er. Das Panel, halt. Fuck me, ey. Das war... Nate ein bisschen weiter nach rechts. Okay. Halt so zwischen die Ecke vom Gebäude und das Tor. Hm. So mittig? Ja. Ja, ich hätte glaube ich einfach nicht den Nate probieren sollen. Ist das nicht die beste Pace bis jetzt? Ja, aber ich glaube ich habe Zeit verloren am Ende. Oh Gott, die habe ich gut getroffen. Ja, one damage Schuss. Okay, ich probiere diesmal beide zu killen. Oh, er läuft zu mir, wie nett von ihm. Das macht den Kill leichter. Ja. Yeah. Dafür kriegt man die Ammo halt nicht, aber... Hauptsache der Kill. Wirklich nicht? Okay. Also ich check. Ja, du kriegst ja extra Ammo von dem... Ja, aber ich frag mich, wo der jetzt liegt. Ah ja, I see. Okay, und die... Aufgehoben, nice. Ja, ich love this thing. Amazing. Aber es ist okay, weil ich habe bisher immer zu viel Ammo gehabt. Oder mehr als genug. Das heißt, diesmal werde ich mit derselben Route immer noch genug haben. Ja, müsste. Wer dir? Ja, sorry, fahr. Das war ein Gold, obwohl ich den Nate geholt habe. Nice. Es kann sein, dass du bei dem, wo du nicht den Nate geholt hast, den Hook am Ende verkackt hast. Definitiv. Das war ein guter Hook. Okay. Nice. Fuck. Wenn es beim Crouch jetzt gehittet wäre, hättest du für den Rest deines Lebens immer gecrouched. Absolut. Aber ich bin doch vorgelaufen, oder? Ja. Also, ja, du hättest noch so einen Meter weiter vorgekommen, I guess, aber. Okay. Okay, das wird knapp. Ich benutze die Shotgun bei dem Dude. Das ist vertretbar. So fast. Yeah. Okay, und ich riskiere keinen Crossbow-Schuss. Added life! Nice. Gute Menge an Armor. Wenn man hier noch so 4 Pistol Shots hat, kann man auch Pistol nehmen. I know, yeah, aber das ist ein Luxus. Okay, gute Pace, also... Oh, ich konnte mich bewegen. Fucked up. Ich bin gespannt auf die Pace jetzt, weil das war ein halbwegs guter Start. Sag mir dann die Zeit. Uh, 18:30. Ha. Ja, das macht er. Ja, das macht Sinn wegen den Misses und so beim First Gen. War der noch ein fettes Gold? Ah, nice, okay. Das ist auch eine gute Starting Pace. Ja, jetzt wo ich so die Zeiten addiere und so, wirkt das wie ein guter Split auf jeden Fall, ja. Hast du ein Visual Setup für wann du das Ding dort öffnest? I don't remember. Oh fuck. Okay, keine Armor jetzt von ihm, aber. Oh, und keine AR. Ist das okay? Ich habe hier einen extra Guy, von dem ich mir das holen kann. Es nimmt zwar eine Sekunde, aber... Ich weiß nicht, ob er eine AR hat, aber ich probiere einfach.
Er hat auf jeden Fall. Er sollte. Er hat Rüstung, auf jeden Fall. Ja, hat er. Ich nehme mir die Sekunde. Ja, das ist auf jeden Fall worth. Alter, Daftos hätte das jetzt nicht gemacht, dann wäre er probably verreckt. Neuer Daftos hat die Sekunde genommen, um die restlichen 26 Sekunden an Timesave zu sparen. Meinst du, ich hätte 3 Minuten? Insane Movement. Ich weiß nicht, ob das Ironie war oder nicht. Es war ein gutes Movement, aber es war panikgefülltes Movement. Ja. Also ich schätze buchstäblich insane, weil ich war mental nicht stabil. Mental instabiles Movement. Mental instabil. Oh shit. Ich brauche das Medipack nicht. Perfekt. Kein Grund, das jemals zu holen. Absolut niemals jemals, weil ich krieg ein Medipack bei Carrington, seine Cell. Ja. Es gibt keinen Grund dafür. Es hilft beim Überleben vom Hookdrop in O5, das ist der Main Grund. Das stimmt. Aber ich mach diesen Difficulty 2 Jump zu einem Difficulty 5 Jump gefühlt, wenn ich mir das hole. Ja, es macht mich viel schwerer, stimmt. Ich wünschte, man könnte sich frei umdrehen, während man was lockpickt. Ich hätte so Lust gehabt, dort 360s zu machen. Halt, wie cool wäre es, könntest du dich im Takt mit dem Sound von der Lockpick dich spinnen? Hast du schon mal die Videos gesehen, wo Leute am Wallpogon sind in TF2 und sie machen einfach einen vertikalen 360 oben drüber? Oh ja, 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 ja. Das ist der beste Shit ever. Ich habe actually mir mit dem Binder mal gemacht, um sowas zu machen. Man kann Bind dafür haben? I mean, du brauchst einen Command, damit du die Range extenden kannst. Huh. Actually, lass mich Shotgun nehmen. Ich glaube, du hast gerade Zeit verloren, weil Carrick nicht losgelaufen ist. War es wegen mir? Ja, ich glaube schon, weil du da geblieben bist, anstatt einfach loszulaufen. Aber es kann auch sein, dass er immer so lange braucht und ich sehe es einfach nicht, weil ich nicht dahin schaue. Ich glaube, ich bin direkt aus der Tür rausgelaufen. Und sobald du aus der Tür bist, sollte die Szene starten. Nee, aber er war noch drin, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich... Dass das dann gebunden war zu mir oder dass es immer so ist. I don't know. Oh, der wird nicht erlautet? How? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wohin du geschossen hast. Was? Wie lebt der? Man hätte sich auch überlegen können, ob man einfach committet und die als letztes umbringt. Nein. Weil die Route ist dann doch etwas länger. Ich glaube nicht, dass es worth wäre. Plus, er könnte dich ins Haus verfolgen, dann weißt du nicht, wo er ist. Maybe. Alright. Ich hab Angst. Denkst du, einer hat überlebt? Ja. Nee. Weil die Nate war so hoch im Himmel. Das war einfach sehr strange. Aber gut, du hast es erfolgreich. Nobody nope. Genau, you know, ich glaube, ich war der Erste, der mit dieser Nate angefangen hat. Keine Ahnung, kann sein. Oh fuck. Wieso geht er hinter die Tür wieder?
ci lasceranno andare via. Hm. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich glaube ich auch nicht. Fuck! Ja, du bist. Ich glaube, du musst das Level üben. Das ist so ein Battle 4. So, so bad. Hat immer noch 11 Sekunden gespart, somehow. Devo trovare un punto per lanciare il rampino. I don't know how. I don't know why. I don't know how. Yesterday. Yesterday I talked about lemon tree. You know, this is a funny concept. Famous pop songs zu nehmen, aber die Lines einfach komplett zu vertauschen. Die famous Teile. Oh fuck. Das hat Zeit genommen. Wenn Timo hier wäre, würde er es gerade mit KIZ-Zeilen machen. Darauf wäre ich nicht so geil, honestly, aber. Ich mag, wie er die Line sagt, auf Italienisch. Sie klingt sehr nice. Ich fühle mich weitaus mehr gebunden jetzt zu der italienischen Sprache, auch weil ich so viele Rezepte von italienischen Gerichten mir angeschaut habe. Das ist funny. No scope? Na. Mann, ich frag mich, warum ich letztes Mal 11 Schüsse weniger hatte an der Stelle. No scope? Oh, 4 Schüsse, das könnte die perfekte Anzahl sein, mal schauen. Nee, bei denen treffe ich entweder den Kopf oder ich treffe gar nichts. Ich hatte Flashbacks zu Ace of Spades gerade, als ich den von der Max Render Distance gesniped habe. Okay. Ace of Spades war auch so, dass man so weit schauen konnte und dann war alles danach so smoke, foggy. Und es gab immer super lange oder super offene Maps im Original Ace of Spades, wo man dann diese Snipes hatte. Ich weiß nicht, welche Line hier besser ist, also mache ich das hier dabei noch. Ja, ich habe darauf geachtet, was du letztes Mal meinst, und du kannst auf jeden Fall durch den Busch rennen. Okay. Aber ich schreibe es mir auf für nach dem Run. Oh, und für diesen Sprung hier. Ja. Yeah. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Cool. Ah, hey! Ja, das sah richtig aus. Und es hat nur. Lol, what the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Fuck. Ja. No! Bin ich zu weit links? Yeah! Ja, okay, ich habe 6 Schuss. Great, das hat jetzt eine Menge gemacht. Genau, wenn es gehittet wäre, hätte Sick, ne? Ich habe auf jeden Fall einen Bodyshot gehittet, aber. Ich wollte das jetzt nicht ein zweites Mal machen. Guter Jump. Ja. Dio mio, ma sei tu. Sei vivo. E
Ich habe bisher jedes Mal in Keller 1 und dann. Actually, ich weiß nicht, ob ich in Emerald 05 immer gegoldet habe, aber in Keller 1 habe ich jeden Run bisher gegoldet. Ha. Interesting. Was Sinn macht, weil ich habe incrementally immer die neuen Strats reingeholt. Also zuerst war es die alte Route und DSS verkackt, dann war es die alte Route, DSS geschafft. Alte Route. Oder nee, neue Route, aber ich wusste noch nicht wie. DSS geschafft, dann neue Route, letzte Jump verkackt, aber DSS geschafft, und dann jetzt neue Route, Jump geschafft und DSS geschafft. Incremental. Improvement. Danke. Mir hat das Wort gerade gefehlt. Der Sprung dort hoch ist mir immer noch ein Mysterium. Also der jetzt kommt. Ja. Es fühlt sich gut an, wenn man gegen den Bouncer strafe und dann gegen die Ledge. Aber ich glaube, das ist Placebo. Man, du kannst dich echt gut in Frauen hineinversetzen, was? Genau, es ist so eine präzise Position, die man dort haben muss, damit sie despawnt, und ich hab die sowas von drauf. Okay, ich sollte mir Health und Rüstung holen. Alles andere wäre nicht gut. Nice. Hm. Zur Erinnerung, den zu killen, spawn next enemy. Ja. Was zum Fake macht man hier? Dieser Sprung ist nicht cool. Okay. Etwas, was ich üben sollte. Kein Wunder, dass QA den nicht gefunden hat. Hat das schon. Okay, puh. Das hat sich nicht gut angefühlt. Gut, dass der überlebt hat, actually. Genau, ihn abzuschießen ist einfach nur Swag. Er spawnt den Dude dahinter, also es ist nicht mal gut. Ja, halt ihn abzuschießen, aber nicht zu killen, ist Swag. Oh, das. Das ist eine fun Definition von Swag. Woher habe ich die fucking AK? Von dem mit dem RPG. Was? Der droppt die? Das ist funny. Ich habe den Split Key verfehlt. Nice. Ich meine, er benutzt sie ja, wenn du ihn mehr als zwei Schüsse schießen lässt. Oh, lol. Das war übrigens eine 33.05. Das ist gut. Eine solide Paste. Ich muss gerade nachdenken über meine Strats in den späteren Leveln, weil ich so selten dorthin komme. Welches Level? Ich gehe gerade Spads und SSH1 in meinen Kopf durch. Aber. Nicht Spats, Sanctuary. Aber das sollte immer noch gleich bleiben. Ich sollte auf jeden Fall keine Nades in Spats benutzen. Ich habe eine neue Strat für McCall. Ja. Involviert sie, dass du die Taste 8 drückst? Ja, deswegen habe ich sie gebindet. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich glaube, ich sollte einfach eure Strat nutzen mit zuerst Assault Rifle, dann M60. Meine Idee war, von Anfang an M60 zu machen, sobald er aus der Deckung raus ist, damit ich ihn snipen kann von Anfang an. Aber das macht wenig Sinn. Der DPS ist, glaube ich, weitaus besser und sie ist nicht controllable genug, also ja.
Dann Sabotage, muss ich die Nades nicht holen und dann habe ich zwei Nades für Quay. Was bedeutet, ich muss den hinteren. Yep. Ich muss den hinteren Dude manuell killen. SSH 1 wird wild. Wait, hast du gerade gesagt, du hast nur zwei Nades für Quay? Ja, weil ich behalte mir die zwei von den vorherigen Leveln, oder nicht? Du kriegst am Anfang von Sabotage die dritte. Warte, wo krieg ich die? Ich wollte im ersten Gegner. Nein, nein, nicht. Now, was? Deswegen! I don't know. Oh, ich habe mich bewegt bei meinem Lineup hier, deswegen war ich nicht weit vorne genug. Okay, ja, nee, ich weiß ha. Halt, du hebst zwei auf in Spats of 3 und dann die dritte am Anfang von Sabotage und dann. Oh, man kriegt zwei dort, okay. Ah ja, stimmt, ja, stimmt. Optimal. Yeah. So ähnlich. Hey, fall nicht runter. Shut up. Gott, das ist jetzt so scary. Fuck you. Fuck you. Ja, du bist bei einem Teil, wo du sonst runterfällst, schon vorbei gewesen, deswegen konnte ich das nicht. Shut up, nee, das war der letzte Mal so scary. Ich hab gedacht, die spotten dich. Ich auch. Tür ist nicht leicht zu treffen. Genau, das Gute ist, dass du instant auch verkackt hast und somit mehr Health hast. Das stimmt. Tür mir eingefallen. Weil ich es gerade wieder im Kopf habe. Gib eins deinem Fischer und schau nach, aus welcher Game-Reihe er ist, weil ich hab's gerade nicht im Kopf. Sam Fischer, okay. Das ist der Dude, über den ich letztens geredet habe, wenn wir Paydex gespielt haben. Splinter Cell. Ja, Splinter Cell war's. Apparently auch Ghost Recon. Was zum Fick ist hero.fandom.com? Das ist einfach eine Fandom-Page. Eine Wikia. Ist Sam Fisher ein Superheld? I don't know, er ist ein Top-Secret Agent. Weil der Hintergrund dieser Wiki sind einfach ganz viele Superhelden aus Comics. Oh, lol. Vielleicht hat er mal ein Cameo in einer Superhelden-Folge oder so von irgendwas. Nein, ich glaube, der hat keine Superkräfte, aber ich bin auch gerade zu vor mir, dass wir in Detail durchzulesen, was seine Abilities sind. Ja, so. Yeah, aber basically, er ist. Halt, der Cloaker ist eine Anspielung auf seine Reihe und ihm. Ja, es stimmt, das Kostüm. Ich habe es jetzt schon geschlossen, aber das Kostüm sah ein bisschen aus wie Cloaker, ja. Ja, yeah, voll. Und ich weiß nicht, was das Thema ursprünglich war, das wir hatten zu dem, aber. Ja. Paddy hat einige Anspielungen zu Splinter Cell, glaube ich. Ja, weil man kann halt Spieler aus seiner Lobby blacklisten, so wie in Splinter Cell Blacklist. So farfetched. Wie das Pokémon. Es gibt ein Pokémon namens Farfetch'd? Ja. Yep. Du scheißt mich gerade an.
Es ist also Gen 1. What? Farfetch oder Farf? Farfetch, ja, mit einem Apostroph vor dem D sogar, glaube ich. Ha? Das ist der Vogel mit dem Lauch als Schwert. Als Waffe. Oh! Ja, ich weiß sogar, ich... Okay. Ah. Oh. Immerhin die richtige Phase begonnen, aber... Bad Pattern. Ja. Und eine Bad Position as well. Okay, diesmal will ich Revolver einmal in Konserven. Ascolta, sono 20, figlio. 20 cospiratori. Celati dietro. Ich sollte für den letzten Dude throwing knives nutzen. Oder Shotgun, Shotgun. Aber ich habe zwei Schüsse, das heißt einer für... Naja, eigentlich kriegst du von dem ersten Dude einen Revolver und dann von den letzten beiden auch noch einen. Eigentlich solltest du fein sein. Na, we'll see. La mia ricetrasmittente. Kannst du ihn ins Face slappen? Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte stoppen sollen für den. Ja. It's fine though. Okay, ich krieg den und ich krieg den bei der Tür. Ja. Oh. Optimal, deswegen denkt man nach. Ich glaube, du hast es aufgehoben. Ja, ich glaube auch. Ja. Gott, bin ich fucking klug, ey. So fucking klug und sexy. Fuck, währenddessen Alternate Universe darf das, der den Shotgun Shot verfehlt hat. Fuck it, worst at a video game, goddamn. Washed up 13 Speedrunner. Ah, ich bin der Schlechteste. Aber ich bin der Beste. Fuck, bin ich gut. Wenn du wirklich so gut wärst, hättest du einen HP weniger. Oh, ich bin der Beste. Okay. Wenn du zu sehr Game Skill mit Self-Worth verbindest. Oh nein, ich bin der Schlimmste. Schlechtester werden. Oh fuck. Oh, so bad. Oh god. Oh. Empty Shotgun. Actually, das ist tragisch. Oh, he sniped. What do you mean? One tap. Ich hab 5 Jahre, um die Dinger anzuklicken. Das ist nicht sonderlich impressive. Die Waffe ist mega ungenau. Old Raketen. Okay, das ist actually kinda sick. Ich muss aufpassen, dass ich die jetzt nicht equippe. Hey, wo fährt die Beins? Das ist einer der Level, wo ich die nicht wirklich benutzen kann, weil das Revolver ist. Okay, so hier? Hey! Das ist nicht, wo ich hinspringe, aber wenn es funktioniert, funktioniert. Okay. By the way, siehst du, du hast immer noch ziemlich viel Revolver-Ärmer über. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn ich den Spawn hier verkacke, werde ich sie brauchen. Aber das wirst du ja nicht. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich zugeben. Ich auch nicht, aber ich habe den... Oh mein Gott, was zum Fick passiert da? Adverse Geometry. Okay. Oh, der hat das für mich aufgeschossen.
Was ein Bro. okay. Was? Ich schätze, das ist technically optimal. Das funktioniert, okay, ja. Fein. Das habe ich von Camper gelernt. Der Pre-Shot auf die Wand dort. Ja, ich schieße immer auf die Wand hinter ihm, aber dort ist faster, weil die Raketen nicht so lang fliegt. Ja, ne? Ja, wobei, komm, wenn man die Rockets früher schießt, macht es keinen Unterschied. So, ich finde, okay. Das macht es mehr consistent und mir gefällt, wie es sich anfühlt. Shoutouts an Camper. Das ist bad? Okay. Die Recovery. Nice. Du hast ziemlich wenig Herz, du könntest das ertrinken. Oh nein, das ist ziemlich laute Musik an. Du könntest ertrinken. Einzelne 7 Ammo. Oh shit! Habe ich noch nie gemerkt hier, holy shit. Aber warte, das ist auch nicht consistent. Doch, eigentlich schon theoretisch, wenn du den Dude in 2 Headshots killst. Ja, aber das, ich meine, es hat ein bisschen Raum für Interpretation, ob das passiert oder nicht. Das wird nicht klappen. Nee, da bin ich gebunkt. Es kann sogar sein, dass du in der Tür stuck bist. Alles gut, ich kann einfach E spammen und nach hinten halten. Eine Discord-Notification. Ich muss sagen, dass du in Discord kommst. Ich werde nicht Channel wechseln. Ich weiß. Steve Roland, ho assunto la sua identità. Ich liebe diesen Teil von Spazio 2. Du wirst so belohnt dafür, deine Shots zu hitten am Anfang. Und es fühlt sich einfach gut an, jeden zu two-tappen. Gut. Mein Nightmare Level. Checkpoint ist neu geladen. Es sollte nichts mehr schief gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den vorderen dort jetzt auch killen könnte und jetzt vorne rumgehen könnte. Aber by God, ich habe keinen Grund, das jetzt zu riskieren. Eins, drei, sieben, drei. By the way, Spazio 1 wurde abgeschlossen mit... Ich brauch Canyon O2, Spazio 1 kenne ich nicht. Okay. Canyon O2 war... 45.03. Damn. Du bist besser. Yeah. Buonasera, numero uno. Il presidente Galbraith è ancora convinto che si tratti di un'azione di guerra e ha secondo viso ich so gefehlt. Sorvegliare l'esercito durante le manovre. Dieser Hund. Bene. E numero 5? Domani riceverò la lista dei sostenitori della causa. Was macht man beim Crossbow, wenn man ihn zu den Rossen hält? Was ist die Idle Animation? Oh nee, ich weiß wieder, er macht so eine Handflex mit seiner linken Hand. There you go. Man sieht's kaum. Oh mein Gott, das ist offscreen hier. Bene, sospendete pure le ricerche sul numero 17. Per le mani qualcosa di mi si può
Es ist wirklich cool eigentlich, wie die New Models animiert sind in diesem Spiel. Es ist schade, dass es so wenige Nachladeanimationen gibt. Timo sagt, ich soll dich hinzufügen. Soll ich mir hinzufügen? Nein. Bitte nicht. Was soll ich ihm sagen? Oh, fuck! Ich gebe Timo die Schuld. Das war Timos Schuld. Okay, anscheinend ist das eine... Anscheinend ist die Strat fake. Und ich kann das nicht machen. War das mit Checkpoint Reset? Ja, das war mit Checkpoint Reset. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Das war, was ich immer gemacht habe früher, aber... Anscheinend war das eine Lüge. Tja. Dann bin ich gezwungen, dieses Level zu laden. Soll ich ihm schreiben, ich habe keine Rechte auf dem Server? Piazza il microfono dietro l'interfono. Sag ihm einfach, darf das sagen, nein. Okay. Kein Grund, insensiert zu sein. Okay. Er schreibt alles klar, dann fickt doch seinen Arsch. Buonasera, numero uno. Il presidente Galbraith è ancora convinto che si tratti di una simulazione di guerra e ha appena autorizzato l'USAD a sorvegliare l'esercito durante le manovre. Passo. Bene, e numero 5? Domani riceverò la lista dei sostenitori della causa. Numero 9 me la consegnerà al Plaza. Passo. Wait. E numero 11? Das ist diese weirde schwarze Plakette an der Pistole hinten. Ich hab das Gefühl, das war im Original anders. Ja, das Soundtracking sieht irgendwie messed up aus, I don't know. Ich hab in Erinnerung, dass das zwar feine Linien sind, aber nicht ein fucking Block ist. Na gut. Dann blockiere ich dich halt einfach. Warte, was? Er schreibt mir, er blockiert mich jetzt einfach. Okay. Er blockiert dich. Amazing. Martin, halt, das Problem ist halt, wenn wir ihn hier jetzt einfügen, dann grillt er uns und außerdem wollen wir ihn nicht in unserem privaten Discord haben. Nein. Neon nimmer darf er hier rein. Das ist Off-Limits für Timo. Vor allem Timo. Vor allem. Nice. Safe geplayed. Ich appreciate das. Ja, yeah, das gibt keinen Grund an derselben Stelle nochmal den Run wegzuwerfen, weil das wäre zu frustrierend. Nur wenn du hinter der Wand herläufst, dann würde ich einfach komplett um den Hang herumrennen. Oh. Ich verstehe, was du meinst. Damn, man, nicht mal Lockpick-Dokument, was in den Nap. fuck. Bist du familiär mit dem Diskurs des Bombenplatzierts? Dass man das rechts irgendwie auch von der Seite machen kann? Ja, es gibt so einen Spot, dort kann man es von weiter weg platzieren, anstatt yeah. Halt in die Fresse von dem Block zu rennen. Ich habe die Details nicht im Kopf, aber ich habe, glaube ich, da mal ein bisschen rumgespielt. Oh. Okay. Fucking 13 Scripts. Hey, du hast die Männer nicht gespawnt, gut gemacht. Warte, wieso ist der andere Typ noch vorgelaufen? Du hast gerade einen Vollmatch, du weißt. Yep, I know.
Ja, das war interessant. Es ist gerade so viel passiert. Ich hole mir dennoch nicht das Medkit. I'll be fine. Ja. Müsstest du eh noch eins haben, oder? Nee, ich glaube, das war mein letztes. Aber ich bekomme jetzt zwei unten in Subbase. Okay. Ich darf die 8-Taste nicht verfehlen. Shit, ich hab zu spät gedrückt. Je nach dem Punkt hättest du einfach AR benutzen können, aber. Ich weiß, aber ich hab die Taste schon gedrückt zum Waffe wechseln. Es gibt kein Shoppen mehr. Es gibt keinen Weg zurück. Aber hey, dafür habe ich jetzt einmal bei den Dudes hier. Nein! Das erste Mal den Wheeljump verkackt. Das fühlt sich nicht gut an. Ach, die spawnen nicht. Nee. Okay, kriegt er die Nade? Nope. Der hat eine Nade? Ja, der zweite hat eine Nade. Lol. So sehen wir. Die kann man. Das ist die man in Sabotage benutzen kann. Also see, ja. I mean, Sabotage werfe ich einfach ein 100 Handnades und das funktioniert. Das ist die einzige, die man haben kann, ohne Zeit zu verlieren. Ah. Man kann die holen, ohne Zeit zu verlieren, das ist nuts. Ja, halt, wenn du ganz schnell umbringst, dann kannst du, kannst du dann rüber. Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das ausgeht. Die anderen kriegt man dann halt auf Sabotage an der Stelle selbst, aber die kann halt nicht schnell genug gucken. Tja. Das hat sich scary angefühlt. 1, 2, 3. Ich hatte die Hälfte, dass ich eigentlich etwas früher hätte droppen können. No! Wenn du das sagst, du erinnerst mich an so ein Twitch-Emoji, das heißt auch No mit 3 O's in Caps. Nein! Das ist der wahre Grund, um darauf zu springen am Anfang schon. Ja, das stimmt. Fuck, ey. Der Grund, dass du gefällt hast, war, glaube ich, weil du nicht früh genug an die Decke geschaut hast. Ich wollte es etwas spezifischer timen, anstatt einfach nur zu hoffen, wenn ich mir nur nach oben schaue, aber ja. Das war wohl keine gute Entscheidung. Fucking Spazzo too. Immersione. War das schnell genug? Nee, oder? Hey, easy. Endlich mal. Das erste Mal, dass ich's geschafft habe seit dem D-Rusten. Nice. Das hat gerade so lange gebraucht. Wait, hattest du einen Fail auf Spazzo 2? Yes. Okay. Oh, it hit den Alarm auf uns. Oh no. Ich würde schon mal Checkpoint resetten lassen, jetzt ist die Zeit. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Daftos. Wir machen heute Submarine O2 Stealth
Jetzt wissen die wenigsten, dass wenn du hier gar nicht gesehen wirst, es komplett laufen kannst. Eine sehr witzige Herausforderung, wie ich denke. Wie ich denke. In einem so 20% Banner von. Jo. Die sind selbst an der Tür stuck. Oh fuck. Deine Dings waren die nachgeladen. Yep. Oh mein Gott, Edelbright, what the fuck? What the fuck? Typischer Edelbright. What the fuck war das? Oh mein Gott, das ist so bad. Falsche Tür as well. Fucking goddammit. Du gehst auch durch die Tür. Ja, ich weiß nie. Oh Mann. Wenn ich die Leiter dort hochgehe, wo ich bin. Halt, weil diese Räume könnten in irgendeiner Rotation sein. Ja, die sind alle gleich. Ja. Shut the fuck up! Gott, der Dude hat mich aufgeregt. Ich würde ihn so gern blasten mit einer Nade. Spy-driven. Ich muss mich so zurückhalten, dort nicht zu rechts klicken. Okay, hier kommt die Detonate. Detonate erhalten. Er rennt zu Nathan, was denn, Boss? Alter, die 130 Schuss mit der Pistole. Oida, das war ein bisschen scary. Oida. Kommt der Österreicher raus. Ich meine, das bin ich, oder nicht? Ja. Let's go! Das war ein weird one. Hast du gesehen, wie niedrig das Teil geflogen ist? Ja, ich weiß nicht, was ich hab extra über ihn geaimt. Oh, fuck. Oh, shit. Genau, du bist low an Ressourcen. Ja? Ich hab keine Medkits. Am Anfang in dem einen Schrank ist noch ein Medkit, falls du das willst. Ja. Ich glaube. Ja, ich hol's sowieso. Es ist auf dem Weg. Ja. Ja. Oh. Wait, ich glaube, es gibt ein zweites jetzt, wo ich drüber nachdenke. Okay. Was ich meinte, aber. Dieses ist, was wir nicht gedacht haben. Ja, ich dachte, die eine verfehlt, aber. Armor. Ah. Hopp. Kein Armor, aber. No. Zuerst hier runter? Nee. Nein, nach der Keycard. Ja, okay. Ja, das war wirklich falsch. Die spawnen nicht mehr um beide Kills, sondern nur mit einem spezifischen Kill. Gut zu wissen. Das ist irgendwie ein Problem. Oh fuck. Das ist weird. Das ist wirklich bad. Bro, was machst du? Kill sie? Das ist okay. Wait. Oben ist Armor. Typ ist actually unhinged. Ich war mir nicht mehr sicher, ob du einen Checkpoint getriggert hast. Oh Gott! Ah!
Nein, ich weiß, wenn du so ein Bus hier steht, als ob du das überlebst. Das ist ein sehr emotionales Level. Ja. Never ever punished. Nein. Du hast probably 20 Sekunden verloren. Ja, also ich wurde gepunished und mein ingenious problem solving hat mich überleben lassen. Mit der fucking Pillar dort, Alter. Touch. Ich kann nicht glauben, dass du hier an die Gruppe passt. Oh fuck, ich bin stuck geblieben. Sollte der noch passen? Ich glaube, du kannst sie da liegen lassen. Es ist ein bisschen unclear, meiner Meinung nach. Ich habe es in Practice geschaut, ob das geht, und es sollte okay sein. Non perdetelo di vista. Ben, state lì addosso. Es gab keinen Grund, dass dieses Quay so intens wurde. Ich sollte immer nicht die beiden Dudes am Anfang abschießen. Ich dachte, ich kann einen killen, aber es war anscheinend der eine, der die anderen beiden spawnt, was ich nicht wusste, dass passiert. Yep. Ja, ich würde die Dudes einfach ignorieren. Ja. Yeah. La Mangusta. È venuto a confermare la morte di numero 13, vero? Sono qui per garantire la sua sicurezza, signor Winslow. Fantastico. Wo ist eigentlich Mongoose hin nach dem Gespräch hier? Er taucht nicht mehr auf in diesem Level. Ich weiß, aber wieso? Er hat gesagt, er ist spezifisch hier, um Winslow zu beschützen. Und dann gehen wir einfach durch den Vent und blasten ihn. Er hat Winslow seine Trusty Shotgun gegeben und dann ist er abgehauen. Die FBI war nicht im Preis enthalten, I guess. Ja, vielleicht war er busy mit der FBI. Ich verstehe immer noch nicht, dass im 13 offiziellen Manual es so ein Character Sheet gibt, einen beschriebenen Charakteren. Und von der Organisation wurden spezifisch beschrieben Kim, Nummer 1 und Nummer 20. Ja. Anscheinend haben sie von der Organisation. Wow. Oh Gott. Von der Organisation nur Johansson als wichtig genug empfunden, um ihnen eine Description zu geben. Naja, wahrscheinlich, weil er als erstes auftaucht einfach. Es ist weird, da. Deine Health ist keine Law, ich würde mir das Backup Medkit hier holen. Stimmt, hast schon recht. Es wäre so cool, könnte man Winslow hier goombern. Ich meine, hast du schon mal probiert? Yes. Man kann die Dame goombern, aber nicht Winslow leider. Ja, die Dame goombert man in 30%. Genau, ja. Das ist die Strat, die ich inventet habe in meinem ersten Run. Nice. Nicht basierend auf Ingeniousness, sondern auf Notwendigkeit. Nice. So viel Damage. Ja. Es ist so viel wichtiger, ihn einfach zu treffen mit dem Revolver, als auf Headshots zu gehen. Ja, probably true. Halt, man macht so viel mehr consistent damage, wenn man einfach Bodyshots macht. Bei 5 Gut, aber die High Rolls. Was, wenn ich der Erste in der History bin, der ihn killt mit nur dem Revolver? Dopamin getrieben. Dopamin Terrorist. Oh fuck, der Edgebug. Oh no.
Ich schätze das hier. Du musst ihn nicht killen. I know. Aber das ist der Oldschool in mir, der nichts Neues lernen will. Der Auto-Aim. Okay. Ich habe diesmal die Awareness, dass die Cutscene-Dudes abgeschossen werden können und das uncool ist. Also werde ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Tja. Bitte Videospiel Crash nicht ein weiteres Mal. In diesem Level. Der fängt an zu beten, nur weil er die Kirche betritt. Ich meine, ich habe zu Gott Moose. Hä? Du musst nachladen. Ich kann nicht nachladen, okay. Es hat mich gerade nicht gelassen, weil ich zu viele Tasten auf einmal gedrückt habe auf der Tastatur. Ja, das ist ein bekannter Bug in diesem Spiel. Nee, das ist einfach Digital versus Mechanical Tastatur. Nein, das halt ist bei Waffen, die Dual wielden, dass er die Magazine tauscht. Oh, das meinst du ja. Smooth. Smooth. Gameplay, let's go. Ich hab verfehlt. Auto-Aim, by the way. Yep. Die kill ich immer mit Crossbow. Also die beiden hier. Das ist scary, man hat keinen Crosshair. Ja, just Crossbow. Oh god. Ist alles nur mal Nip, damit das hier nicht crasht. Wir sind schon an dem Punkt vorbei, wo es crasht. Oh, thank god. Ja. Kill ihn. Bro. Alles easy, alles gut. Ich war so verwirrt davon, weil ich einen Headbump hatte während dem Jump. Oh god! Nicht optimal. Denk dran, wieder nachzuladen. Danke. Krieg ich das Medkit im Fallen? Nee, aber ich hol's mir. Das war definitiv worth it. Boah, sick a roll, bro. Nein! Soll ich mich heilen vor dem Drop? Nein. Hast du nur das Full Medkit? Ich hab zwei. Aber ich werde sie brauchen. Ich werde den Drop einfach ein bisschen safer angehen. YOLO oder NOLO? Was dazwischen? So. Okay.
What are you doing? Yep. Yep. Deswegen habe ich zwei. Damit ich behindert sein kann. Welche Waffe benutze ich zum Hucken? Ich habe an diese Dudes hier schon gedacht. Weil die scary sind, wenn man die Waffe nicht draußen hat. Ja. Ja, okay, gut. Fucking. Okay, ich schätze, du lebst auch. Und ich habe nur zwei Pistolschüsse. Alright, du lebst auch. Let's go! Okay. Und der einzig wichtige Kill hier. Ja, du hattest so viel Zeit zum Reloaden. Du wolltest einfach den einen Schuss hätten aus dem Magazin. Es gab nur einen Gegner zu treffen. Ja, die Waffe ist ziemlich spammable. Wie sieht meine... Okay. Spammable, you say? Ja, yeah, okay. Pistol 1. Okay. Nice. 1. Oh! Let's go! Oh, das ist gut. Wo ist denn die anderen? Das war. Ah. Ein Crossbow set. Nah, Crossbow ist zu. Ah, what? No. Fuck. Ja, das war ein bisschen sehr early. Damn it. Ich dachte, das würde noch gehen. Aber fuck. Aber gut, ist in Ordnung. Weil das ist Timeverlust, den ich genau messen kann. Und dann weiß ich, wie viel ich. Oh mein Gott, sie hat voll wieder angefangen zu laufen. Amazing jump. yep. Nachladen für gutes Glück. Wow. Diesmal habe ich ihn. Nice. Okay. Einfach ein bisschen chillen. Okay, das hat nur 1-10 genommen an Zeit. Questo giustificherà la nostra presenza. Das mehr als ich gedacht hab. Noi con yeah? Marshall andremo in posizione di comando. Das wirkt sehr realistisch für mich. Ich dachte, es wäre mehr. Ich hätte gesagt, zu 14. Hm. Aber ja, wobei die Zipline ist auch dabei und so. Ja. Gut. Der Grund, wieso ich komplett okay damit bin, ist, weil ich eh schon 2,5 Minuten bei Spyro 2 einfach weggeworfen habe. Also, ich weiß eh, dass die Zeit nicht representative ist zu dem, was ich kann. Und ich habe jetzt keine Pressure für SSH 1 einfach solide zu machen. Ja. 360, slap! Dropkick! Falsche Position. Oder auch nicht. Das ist egal. Die Person ist nicht unendlich groß. Sie ist ziemlich huge. Benvenuto. Bro, you look huge. Salve, war das ein nicht smoothes Move? Ja. Il Marshall non può accompagnarla. Ho ricevuto ordini precisi dal presidente Galbraith. Ich bin einfach froh, dass ich endlich mal einen Run wieder beenden konnte. Il presidente preferisce sgravarlo di ich spreche, glaube ich, zu voll. Ich spreche viel zu voll. Lass mich das nicht sagen. Andiamo, Sheridan. Stanno per avviare le operazioni. Trova un'altra entrata.
La scorterò fuori io, colonnello. Es gibt noch genau 17 Minuten, weil eine Menge schief gehen kann. Buona giornata, colonnello. Due? Ich lade hier den Checkpoint neu, I think. Ja. Oh ja. Jetzt muss ich ihn neu laden. Damn, das war eine sehr emotionale Stelle. Ich hab... Mist, aber okay. Ich hab den Button komplett verfehlt. Machst du den Bottle Strat für Galbrain? Ich mach die Bottle Strat. Es ist so viel besser und zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen mehr consistent gefühlt. Wait. Ah, schade. Oh, stimmt, man kann irgendwie jumpslappen manchmal irgendwie oder so ein Shit. Ich glaube, das hat mich gescared. Was spezifisch? Ich dachte, du hast zu niedrig geworfen und dann hat es nicht jetzt Headshot gezählt und du hast nicht auf ihn geschaut, deswegen dachte ich, er lebt noch. Ich habe sichergestellt, dass mein Crosshair perfekt mittig auf seinem Kopf ist. Fuck. Ich muss eh nachladen. Ah, no! Okay. Numero 13. Es ist in Ordnung, weil ich brauche nur so 4 Schuss. Aiuto! 2, genau. Okay. Sospendete le operazioni prima che sia troppo. Porta il presidente al sicuro e trova Sheridan. Ho perso il contatto. Ich habe übrigens gelogen. Was ich erfunden habe zu dieser Strat war, dass man ihn hinlegen kann und wieder aufheben kann hinten einem. Das Jumpen dazwischen ist eine neue Sache. Ja, genau. Keine Pistol? Holy shit. Nee, du hast den Typen nicht aufgehoben. Ich glaube, ich benutze die Nate hier. You know, aim spielt einfach keine Rolle in diesem Level whatsoever. Oder in diesem Segment. Er redet mit uns. Oh, warte, linke! Linke Tür Gamer! Yeah! Fuck das hier. Jetzt ist eh schon viel zu spät.
Truck. Wow, der hat krasses Movement. Wo zum Fick sind die Dudes? Habe ich einen nicht spawned? Du hast einen irgendwie übersehen, irgendwie. Ich weiß nicht, wie der das. Das ist bad. Wo ist der? Da ist er! Okay. Mann. Ja, eigentlich machen wir das mit AR anstatt Miniguns, I don't know. Ich mag Miniguns hier, aber ich hab den einfach komplett übersehen. Das ja, ist das einfach... ist doch kein AR-Nade. Ja. Es ist hauptsächlich passiert, weil ich einfach bad Inventarmanagement gehabt habe und nicht die Nade draußen hatte. Vielleicht sollte ich einen Bein für die Nade machen. Aber die 7 wird schon langsam ein bisschen knifflig zu erreichen. Wie wär's mit Z oder so? Deren Buchstaben nutzen für Waffen? Ich meine, wenn man sie sonst benutzt. Aber das ist unhinged. You know what? Geh inside of the glass. Ja. Ich könnte actually G benutzen, weil ich gehe eh nur in eine Richtung mit F. Ich benutze G-Taste nie. Oh ja, du hast sie noch nicht mitgenommen. Werde ich probieren, die Nate Strat zu benutzen? Ich glaube nicht. Probably nicht, ohne die zu üben. Ich meine, ich glaube, ich von Intuition her weiß ich, wo ich ungefähr hinnehmen soll, glaube ich. Ich habe die Split-Taste verfehlt. Nein! Huh! Ah! Let's go! Du kannst auf dem Weg hier rein schon den Hebel öffnen, um die Tür aufzumachen. Den Schrank brauchst du übrigens nicht, du brauchst nur die M6-Serie. Oh ja, fair. Ist ein bisschen voll. Lass mich runter, please. Sollte klappen. Good one. Es hat so lange gebraucht, bis ich das gestartet habe. Dude, Leitern im Spiel sind Leitern. Ja, yeah, das ist wahr. First mode, huh? Solange er weiter weg ist. Sure. Du kannst einfach direkt bei der Leiter stehen, wenn du kannst. Das macht Sinn, ja. Ich habe extra eine Sekunde aber gewartet, um nicht zu softlocken. Du hast eigentlich nur... Also, bei dem Softlock, den ich gesehen habe, war es halt so, dass das Panel so viel später aufgetaucht ist. Und das war halt letztes Mal auch der Fall, deswegen habe ich gesagt, du sollst aufpassen. Aber diesmal war es nicht. Ich habe noch nie das Innere dieses Fahrstuhls genauer betrachtet. Ich glaube, es ist der einzige Ort, wo dieses Panel vorkommt. Das stimmt, ja. Das gibt es nirgendwo anders.
What the fuck, wieso hat das so viel Zeit gespart? Ich hab das letzte Mal... Weil nicht gestorben ist. Oh wow, das ist funny. Das ist actually eine fucking insane Zeit für wie schlecht dieser Run ist. Vielleicht wird dieses Level sogar auch der Fluss. Mit Glück. Ich würde es noch nicht sagen. Salve, Fly. Finalmente ci incontriamo in circostanze migliori. Oh mein Gott, Amos klingt tatsächlich mal nett auf Italienisch in dem Level. Nom. Sind das fucking Lemon Slices auf dieser Torte? Ich hab gedacht, das sind Bananen, aber ja, das sieht mehr aus wie Lemon, jetzt wo du es sagst. Wobei, Zitronenkuchen stelle ich mir ziemlich cool vor eigentlich. Ja, es gibt. Definitiv. Das könnten so in Zucker eingelegte Zitronen sein, so karamellisierte. Die wären sicher geil auf dem Kuchen. Zitronenkuchen. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann Zitronenkuchen gegessen und das ist sehr nice. Und geht dieser Run auf YouTube, ist es seine PB? Yes. Damn. Der erste Run seit Ewigkeiten, den ich mal beendet habe. Und ich meine, denken wir mal drüber nach. 2,5 Minuten verloren in Spadzo 1. 1 Minute 10 verloren in Sank 04. Das sind die größten Time Losses. Das allein sind schon 3 Minuten 40. Es ist eine 1:32:11. Okay. Das heißt, wenn wir diese Zeit abziehen, ist es 1:28 irgendwas, was schon eine neue PB wäre. Und es gab eine Menge dazwischen, das einfach nicht gut war. Quay war ein fucking Desaster. Bank ist kinda bad. Was gab's noch? Emerald 04. Emerald 04 war eine Comedy Section. SSH 1 war ganz okay eigentlich. Der Kampf in SSH 1C hätte viel besser sein können. Ja. Also, PB easy. Alles danach, mal schauen. Ich hab meinen Run bei German nächstes Wochenende. Also, ich hoffe, dass ich die Woche ein bisschen mehr zum Practicen komme. Ich glaube, morgen mache ich noch einen Run. Okay. Julio. Okay, dann öffnen den World Record und schauen wir uns.